Screenshot von wie werde ich schwanger. Das hast du angegeben. Das habe ich angegeben. Ich kann dir jetzt schon sagen, also als Mann ist es nicht so richtig einfach, schwanger zu werden. Ne? Tatsächlich ist das im Rahmen von der Kundenbetreuung gewesen, die in dem Bereich gearbeitet haben. Hier für Burg, und, ja, richtig. Genau. Und da ja, sieht man halt jetzt hier die ersten drei Suchbegriffe, Google-Anzeigen. Und wenn die erste Anzeige oben, da, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, da fehlt das W, das ist also der Schwangerschaftstipps. Also dann fehlt jetzt nicht nur irgendwie der Bindestrich bisschen Tipps, sondern es ist einfach ein Schwang. Also die geben halt jetzt hier viel Geld aus, ja, für jeden Klick. Und das ist halt, das Ganze startet, wenn wir uns mal vorstellen, so ein Klick kostet jetzt irgendwie 1,50 Euro. Dann gibt man halt 1,50 Euro aus und startet schon mal mit einem Nachteil. Ja, ja, ich will es andersrum machen. Du gibst da gar kein Geld aus, weil wenn einer nicht mal Schwangerschaft richtig schreiben kann, dann weiß ich auch nicht, ob ich da schwanger werden möchte oder überhaupt werde, dann gehe ich einfach zum Nächsten. Also das sind einfach so Sachen, die AdWords anzeigen, das ist einfach Werbung, das ist nochmal was anderes, als in einem Blogartikel einen Fehler drin zu haben. Das sind nur ein paar Zeilen, ein paar Zeichen, die man überhaupt zur Verfügung hat. Da sollte man das schon schaffen, ja, die einigermaßen fehlerfrei hinzukriegen. Nicht nur fehlerfrei, auch häufig macht, ist halt auch der Sinn recht merkwürdig. Also hier ist jetzt klar, der Keiner ist noch groß geschrieben, was natürlich auch falsch ist. Aber mir jetzt hier auf den ersten Blick auch der Sinn hat sich mir nicht erschlossen. Als wir vorhin uns das angeschaut haben, vielleicht kann ja irgendjemand im Chat erklären, was mit dieser Google-Anzeige eigentlich gemeint ist. Rechtschreibfehler, Auktionen, Komma, die sonst keiner findet, sind nur ein Tippfehler. Also es geht ja scheinbar um die Werbung von einer Tippfehler-Suchmaschine. Also die sucht irgendwie Tippfehler und korrigiert die dann. Da kann man wahrscheinlich irgendwie seinen Text dann drüber laufen lassen. Aber was jetzt mit Auktionen zu tun hat, die sonst keiner findet, Also wir haben es nicht verstanden, vielleicht sind wir auch einfach nur zu doof. Also Text ist nicht nur Fehlersuche, sondern auch einfach Inhalt, ist Sinn, ist, ja. Das ist ein kleines Beispiel. Das ist immerhin von Sport 1. Ich glaube, das ist neben dem Kicker oder vor dem Kicker das bestbesuchte deutsche Sportportal. Und das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel, jetzt nicht unbedingt Rechtschreibfehler, sondern einfach Flüchtigkeit. Wenn irgendwelche Sachen schnell gehen sollen, dann muss schnell eine Nachricht veröffentlicht werden. Dann passieren halt einfach Sachen, die einfach, ja, also hier macht sich quasi Sport 1 lustig darüber, dass Italien zur Halbzeit bei dem Europameisterschaftsqualifikationsspiel in Estland zurückgelegen hat. Und dachte, man macht das halt schnell als Aufmacher auf die erste Seite und dann steuert man auf die Blamage zu. Ist sicherlich, ja, also es ist halt, es geht einfach nicht. Also, naja, also da müssen eine gewisse Qualität, haben sie da nicht ja, geschafft. Ja, das passt nicht, ja. Hier hatten wir irgendwie, das ist ein bisschen, geht so ein bisschen Richtung Bleiwüste, ja, also kann ja, man nicht, das ist halt eine Anzeige von einem lokalen Radiosender, die einfach, ja, wo sich auch keiner drüber Gedanken gemacht hat, wie, also, die sieht nicht aus, die ist einfach inhaltlich, ist die teilweise falsch, ist es nicht, da wird man mit Bindestrichen gearbeitet, mal mit Gedankenstrichen, mal mit Lücken, Grammatik ist nicht richtig, also ja, und das ist auch noch so ein kleines Highlight, ganz schön, ja. Was auch sagt, Text ist nicht nur das, was quasi der Text an sich ist, sondern auch Menüpunkte, Buttonbeschreibungen und sowas ist auch Text. Und wenn hier ein Rechtsanwalt sein Branchen-Know-how ankündigt mit dem Know-how, dann ja, macht das einfach keinen guten Eindruck. Also, und das hast du jetzt, einfach das jetzt nicht innerhalb des letzten Tages rausgefunden. Nee, ja, nee, das ist schon ein bisschen älter. Ja. Das glaube ich vom letzten, von vor 2 Jahren sind jetzt die Screenshots. Aber das war auch, weil ich hier interne Schulung gehalten hatte, um einfach auch noch ein bisschen ja, das Augenmerk darauf zu legen. Aber sowas begegnet einem ja ständig. Ja, ja, klar, also klar. Also ich habe eine ganze Liste voll, wo ich immer Screenshots da mache, wo irgendwas auffällt. Aber das sind jetzt die jetzt hier schnell greifbar schön, waren. Weil es ja gerade um Wissen geht und dann weiß ja nicht, ja, wie man Wissen schreibt. Das ist, also eigentlich richtigerweise müsste man Know-how mit K und N schreiben und dann müsste How nach kleingeschrieben sein. Kleingeschrieben ja sein. Also hier ist sozusagen wirklich alles falsch, was man falsch machen kann. Insofern sieht man da auch, wie schnell das gehen kann. Ja? Also wie schnell man da in so eine Situation kommt, in der es irgendwie schwieriger wird. Und wir sehen auch, wie schnell das gehen kann. Es ist nämlich schon 12 Uhr.
Und wir haben noch eine ganze Reihe von Beispielen. Könnt ihr einfach mal kurz drüber fliegen, noch 2-3 Minuten, genau. Wir einfach mal aufmachen. Ich bin jetzt gestern einfach durchgegangen und habe jetzt, die oben können wir vielleicht weglassen, die Blogs. Ja, das sind ja noch irgendwelche Weblogs, die wir dargestellt haben. Ja, richtig, also auch in dem Bereich, was ist... Einfach mal zwei Sachen Sex? Raus, wo du sagst, was du so... Ich meine, was... wir können zum Beispiel mal hier von der, bei der Bundesregierung, da haben wir eine Presseerklärung, beziehungsweise gibt es da eine Seite und bei Land Hessen und Wiesbaden, die können wir noch aufmachen. Also quasi so, gehen wir in den öffentlichen Sektor und immer ein bisschen kleiner werdend. Das ist natürlich jetzt hier klassisch und gut gemacht. Da haben wir eine Überschrift mit einem Datum. Für den Nutzer ist das prima. Man hat diesen sogenannten Lead, diesen Einleitungsbereich und hat dann die entsprechenden Texte runter, die auch immer wieder aufgelockert sind durch einfach Absätze, die gemacht werden. Die kann man gut lesen. Man hat Zwischenüberschriften mit drin. Mir fehlt jetzt hier noch im Text noch ein bisschen Verlinkung. Vielleicht auch mal eine Fettdruckung im Text, eine Aufzählung oder ähnliches. Aber grundsätzlich ja, ist es okay, auch wenn er relativ lang ist. Und am Ende fehlt mir jetzt hier unten, wenn man angekommen ist, auch irgendwie wieder was, wo man sagt, man muss wieder hochspringen, es sind weiterführende Links und ähnliches. Also ich würde sagen, grundsätzlich okay, aber in Feinheiten noch deutlich verbesserbar. Aber auch wieder der klassische Fall wahrscheinlich, da ist eine Presseabteilung, die das normalerweise an irgendwelche Agenturen per Fax oder wie auch immer rausschickt und dann sagt, nehmen wir 1:1 fürs Web. Okay. Und das ist halt einfach, ja. Und wenn wir nach Hessen kommen, jetzt hier unser Bundesland hier in Wiesbaden, dann sieht das schon ein bisschen schlechter aus. Wir haben ja auch eine Überschrift. Das ist viel zu klein, oder? Also, das kommt auch noch hinzu, dass man hier einfach eine schlechte Lesbarkeit hat. Also mindestens. Und auch die Zeilenlänge, ja? Das sind ja. Richtig, es ist halt breit aufgebaut. Es ist halt sehr ungewohnt, breite Texte zu lesen. Mhm. Die Schriftgröße, die Schriftart ist grundsätzlich gut lesbar jetzt hier, aber Größe und die Breite machen es halt wirklich schwierig, irgendwie hier den Text auch lesen zu wollen. Es gibt auch keine Anker, es sind zwar Absätze gemacht, aber keine Zwischenüberschriften. Kein Bildchen, was irgendwie auflockert, nichts. Also das liest kein Mensch sich durch. Also, ja. also wenn es nicht jemanden wirklich interessiert, das ist einfach nur der Form halber oder der Pflicht halber hier mit reingeklatscht. Ach, so und war vorher so eine klassische Pressemitteilung. Also wenn du diesen Absatz auf dem Blatt... Da sind auch Zahlen drin, das kann man irgendwie in eine Grafik unterbringen, in eine Aufzählung, wie auch immer. Und hier ist es noch so, dass man beim Seitentitel zum Beispiel, glaube ich, nur Pressemitteilungen liest. Also da gibt es noch nicht mal für Suchmaschinen irgendwas, was passend ist. Also da heißen alle Pressemitteilungen gleich. Hier, das ist die Hessen-Startseite. Ja, also die heißen alle gleich. Alle Pressemitteilungen heißen gleich. Und das ist weder Google-gerecht aufbereitet noch nutzergerecht aufbereitet. Also gut, gucken wir eher mal traurig. Und wenn man dann noch eine Ebene runtergeht in den kommunalen Bereich, jetzt hier zu unserer Landeshauptstadt nach Wiesbaden, ist das eigentlich ähnlich? Die Schrift ist schon ein bisschen besser lesbar. Okay, das ist schon größer, aber so Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel oben, da hat man einen Link oben drin, der aber nicht verlinkt ist. Ja, richtig. Man hat Ideen und man hat auch der Überschrift des Rathausnachrichten. Und Rathausnachrichten heißen auch hier auch wieder alle. Es gibt keine spezielle Überschrift oder keinen Titel für diese Pressemitteilung. Und das ist das Erste, wo die Leute draufklicken. Ja. Also grundsätzlich ist es halt einfach so, dass man hier an diesen Seiten sieht, dass die Texte da einfach reingekotzt werden. Also sorry für den Begriff, aber die schreiben die vermutlich in Word und kopieren die dann da rein. Und, wahrscheinlich wird nochmal geguckt, ob keine... Das ist halt nicht das, was Texten fürs Web ausmacht, sondern das ist Texten für eine Pressemeldung oder Texten in Word. Und das mag auch da richtig sein, aber im Web braucht man halt zum Beispiel hier, wo ein Link ist. Hier sind drei Links im Text oder drei Webseiten, die sogar intern sind. Da geht es um Wiesbadener Seiten oder um den regionalen Verkehrsverbund und ähnliches. Das könnte man prima verlinken. Und, Also nehmen wir das sozusagen als Herausforderungen auf, die heute einfach noch bestehen. Und ja, schön, wenn man sozusagen noch Verbesserungspotenzial hat. Lass uns mal ganz kurz zu den einen Landingpages noch gehen. Das ist, dann haben wir quasi das klassische, längere. Achso, gehen wir auf unsere Live-Session-Seite. Ja. Ganz nach unten. Hier habe ich unten zwei Landingpages noch. Habe ich vorhin eine Landingpage gesucht. Und mit dem Ziel, jetzt lande ich hier auf einer Landingpage von einer Agentur, die Landingpages verkaufen möchte. Und das ist jetzt wieder eine andere Art von Text. Aber funktioniert irgendwie auch nicht. Das ist auch eine Überschrift mit einem Text und ich habe sonst nichts dabei, wo man
sagen würde, das macht irgendwie einen guten Text aus oder das animiert jetzt mich, die ich eine Agentur suche, jetzt eine Landingpage zu erstellen. Ja. Und hier ist es